war gerade dabei, sich schlafen zu legen, als ihr plötzlich einfiel, dass sie ganz vergessen hatte, ihre Deutschhausübung zu machen. Die Einleitung einer Interpretation. Verzweifelt beschloss sie, ihre Freundin Carla anzurufen, die sicher auch nicht daran gedacht hatte. Carla fuhr zu ihr, damit sie die Hausübung gemeinsam machen können. Doch obwohl sie jetzt zu zweit waren, nahm ihre Verzweiflung kein Ende. Auf einmal rief Carla: Oh mein Gott, wir haben kein WLAN! Aber dann ging ihnen ein Licht auf. Gib biografische Angaben zum Autor an. Gib literaturgeschichtliche Angaben wie Entstehungsjahr, Entstehungszeit, Epoche und politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Ereignisse an, die sich im Werk spiegeln. Mach dir Gedanken zum Titel des Werks und schreibe sie nieder. Gib kurze Hinweise zum Thema und Inhalt des Textes an. Gib Äußerungen des Autors, der Autorin zum Werk an, welche auf die Intentionen des Textes oder der Entstehungsbedingungen hinweisen. Zitiere aus Kommentaren zum Werk aus Zeitungen oder Zeitschriften. Sorge für einen überraschenden Einstieg und zitiere eine auffällige Kleinigkeit aus dem Text. Vergiss nicht, eigene Erfahrungen zu diesem Thema einzubauen.